6 neue Standortbotschafterinnen und Standortbotschafter auszeichnen. Und ich darf Herrn Oberbürgermeister Buchmann bitten, diese Auszeichnung vorzunehmen. Überreichen und anstecken. Und da darf ich den Vorstand
von mir und Leverkusen vielleicht auch nach vorne bitten. Also den Manfred, Herbolzheimer, den Rainer Schiefer, den Dieter Vollberg. Denn für uns ist es eine ganz wichtige Sache, wir und Leverkusen. Sie haben gelesen, gehört, natürlich, Sie haben sicherlich davon gehört, dass ich der Kultur in die Tasche gegriffen habe und rund eine Million sozusagen abgezweigt habe. Und es war Aufgabe unter anderem von Bier und Leverkusen, von dem Verein, aber auch von städtischen Gesellschaften, aber auch von Dritten, diese Millionen bei der Kultur wieder aufzukeppen, wieder aufzufrischen, damit die Kultur nicht notleidend wird. Denn Kultur ist wie Sport ein wesentlicher und wichtiger Bestandteil hier in Leverkusen, wie in jeder anderen Stadt auch. Und deswegen war von vornherein nicht dran gedacht, die Kultur etwa zu dezimieren, sondern wir wollten einfach einen kleinen Verschiebebahnhof machen. Das war nur möglich mit der Regierungspräsidentin, indem wir die freiwilligen Aufgaben reduziert haben. Und wie Sie wissen, Kulturausgaben sind freiwillige Ausgaben. Und dann haben wir diesen kleinen Kunstgriff gemacht. Hat es für viel Theater gesorgt. Ich kann Ihnen sagen, die Kultur wird weitergehen wie bisher. Und dafür stehen Menschen wie Norbert Schimgen, wie Herr Niesen, die hier also deutlich mehr getan haben als viele andere. Ja, und wenn ich Sie vielleicht auch ermuntern darf, der Gelegenheit. Da bekommen Sie auch eine solche goldene Nadel. Und das zu diesem hervorragenden Button hier von der Standortbotschafter hier von. Ja, aber jetzt wollen wir das wirklich mal vollziehen. Sehr schön.
Bevor wir jetzt rausgehen, noch zwei Hinweise. Sie sehen druckfrisch auf Ihren Plätzen den neuen Geschäftsbericht der Wirtschaftsförderung. Ich hoffe, unsere Gremien, meine Gremien sehen es mir nach, dass sie zeitgleich dieses Produkt bekommen. Aber das ist eben auch der Vorzug eines Botschafterlebens, dass er noch sehr prompt bedient wird. Unsere Gremien, Aufsichtsrat und Gesellschaft haben es zeitgleich auch mit in der Post. Es ist auch eine extra Seite für die Standortbotschafter mit dabei. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß beim Lesen. Zweiter Hinweis, wir versuchen ja Porträtfotos zu machen. Sie haben das gesehen hier im Nebenraum. Wer in seinem Botschafterleben das Vergnügen noch nicht hatte, den würden wir uns freuen, wenn Sie später dann nochmal in den Nebenraum gehen und sich nochmal fotografieren lassen wollen. Wir würden jetzt rausgehen und zwar den Weg über den Haupteingang, denn hier ist nochmal geplant für die Presse ein Gruppenfoto zu machen mit uns allen und dann können wir entweder wieder hier durchgehen oder außenrum in den Garten und in den Netzwerkteil gehen. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind und ich wünsche Ihnen auch uns noch einen schönen Abend mit vielen interessanten Gesprächen. Danke.